Hallo und herzlich willkommen zu Bioshock Infinite. Ja, endlich ist das Game da. Ich habe mich sehr, sehr lange darauf gefreut, dass es endlich da rausgekommen ist. Und ich möchte auch gar nicht viel labern. Ich meine, Bioshock kennt mittlerweile jeder. Die Grafik ist hier natürlich auf Ultra gestellt, also alles aufs Maximale. Und ich habe auch schon bei GameStar die Tests mir angeschaut, also den Test angeschaut und ja, das Spiel ist ein Wahnsinn. Ich konnte aber leider nicht viel gucken, weil ich nicht spoilern wollte. Und wir fangen hier gleich ein neues Spiel an. Natürlich, ich habe noch ganz kurz mal reingeschaut, also nur das Spiel kurz gestartet, ja, aber nicht wirklich irgendwie was gemacht. Wir spielen natürlich auf schwer und fangen gleich an. Ohne viel hier zu labern, kennt man ja. Ich möchte nämlich nicht die ganze Zeit hier durchlabern und nichts vom Spiel zeigen. Das ist nicht so fein. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Okay, dann kann ich also schon mal lossteuern. Also grafisch, was wir hier zu bieten, was wir hier zu sehen bekommen. Richtig geil, oder? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Verdammt geil, also und es läuft auch super flüssig, also. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist hier drinnen jemand. Sind denn das hier komische Typen da? Keine Ahnung. Wie gewohnt sind alle meine Let's Plays natürlich blind, das wissen wir ja. Ich halte nichts davon, ein Spiel erstmal durchgespielt zu haben und dann aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie das Leute überhaupt machen. Guckt mal die geile Grafik hier an. Also, wow, grafisch Traum. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Ah, Booker DeWitt sind wir also. Viel Glück damit, Kumpel. Mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwas zum Aufheben gibt, aber ich glaube mal nicht. Oh doch, hier, Silver Eagle. Okay. Ein Fass kann man auch noch durchsuchen. Alles klar. Also Bioshock 1 habe ich gespielt. Aber nur das erste. Das, was danach kam, habe ich alles nicht gespielt. Und jetzt fange ich wieder mit Bioshock an. Hallo? Mit Infinite. Und wir wissen ja, Bioshock hat einfach eine extrem geile Atmosphäre. Und bei dem Spiel hier ist es genauso. Oh Mann, was ist denn das hier? Seien Sie bereit. Er ist unterwegs. Sie müssen ihn aufhalten. Okay. Cooles altes Radio. Oh, hier ist irgendwo was passiert. Da ist schon irgendwas passiert. Aha, okay, okay. Das sieht nicht gut aus. Heilige Scheiße. Don't disappoint us. Enttäusche uns nicht. Okay. Den haben sie aber gut zugerichtet, Mann. Ah, ja. Gut, dann gehen wir mal weiter hier.
In New Eden Soil shall I plant thee. Weiß nicht, was das heißen soll. Muss noch ganz kurz mal, sorry Leute, aber ich muss noch ganz kurz hier in den Optionen rein. Die Steuerung ist nämlich ein bisschen zu empfindlich. So, einmal runterstellen hier. Und ja, wurde geändert. Ich möchte das speichern. Habe ich mich jetzt da verdrückt? So, wartet. Okay, jetzt sollte es passen. Ja, jetzt ist es spielbar. Okay, die Glocken läuten. Moment mal, diese Karte. Ah. Okay, also das hier. Dann... War doch richtig, oder? What the fuck? Ah, shit! Wieso wird denn das hier rot alles? Heilige Scheiße, was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Ah, oh, das ist grafisch so geil, guck mal. Scheiße, oder? Was? Was passiert hier, Mann? Was zum Teufel passiert hier? Aha. Soll ich mich da hinsetzen? Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Gut, machen wir das mal. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Na, das war's wohl mit der Pistole. Der Aufstieg beginnt in 5. Scheiße. Wow. Stürzt wieder ab. Also seit langem eines der geilsten Intros, was ich jemals gespielt habe. Wow. Einen Weg in die Stadt. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ah, und da sieht man auch schon das, was Bioshock immer sehr gut konnte, das Wasser schön animieren und darstellen. Wahnsinn, aber ach, hier alles ist irgendwie verdammt geil. Alles hat irgendwie extremst geile Grafik, Mann. Schaut mal hier die Spiegelungen von dem. Oh, Wahnsinn. Ein Traum, wirklich.
The lame, not the lamp. The future of our city. Ja, mit dem Geld, ich bin arm. Oh, da ist ein Geschenk. Silver Eagles. Schön. Alles mit dem hier. Hey, warte mal, das ist doch so ein von Ding. Wie nennt man das? Von Fallout. Ja, ja, von Fallout. Glaube ich mal. Der kleine blonde Junge da. Oh Mann, hier ist alles so schön. Ist alles so schön. Ist alles so cool. Und der Sound. Aber wieso ist hier alles unter Wasser? Entschuldigung. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund. Oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Und wie das Wasser hier runter plätschert, schaut mal. Wow, einfach nur schön. Fuck, ist das... Jedes Jahr, in diesen Tage, Scheiße. Feiern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und ich glaube, da hat einen Hänger. Des Orients ausgelöscht, es wäre... Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Hey, ich will einfach nur hier durch. Der will mich taufen. Nee. Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ja, komm, dann lassen wir uns halt taufen. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Okay. Der Garten of Newton. Der sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ja, das sollte. Oh Mann, das sieht so schön aus hier. Wo ich bin. Finde die Columbia-Statue. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Aha. Wow, also ich weiß nicht, was ich hier überhaupt sagen soll. Es ist hier so schön alles. Wow, also... Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Sind hier alles Gläubige? Das
Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Okay, wartet mal kurz, bevor ich hier vielleicht wieder mal irgendwas reinlaber. Kann man hier vielleicht noch Untertitel anmachen? Kampftexte? Ne, das möchte ich nicht, aber Untertitel? Ne, gibt's keine. Anscheinend gibt's keine, ich werde dann später vielleicht nochmal gucken. Aber ja, auch ohne Untertitel geht's. Ich glaube mal, jeder kann Deutsch. Wow. Wow, einfach nur verdammt geil. Heilige, verdammte Oberscheiße. Das ist hier so atmosphärisch und sowas von geil. Okay, nee, die Entfernung in der Entfernung sieht es ein bisschen kacke aus. Da sieht man auch so ein bisschen flimmern und so, aber... Wow. Oh nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Morgen. Freut mich sehr. Hallöchen. Oh, ein Hotdog. Hat er mit. Okay, und ein Popcorn. Nehme ich auch gleich mit. Wow, also das ist echt geil. Dieses Spiel ist sowas von verdammt geil. Hallo Kleiner. Was ist denn da? Okay. All of Columbia. Wir sind in Columbia, Mann. Hier ist doch die Statue, oder? Wo muss ich hin? Ah, dahin. Was ist denn das? Ein elektrisches Pferd? Okay, also voll Steampunk, richtig geil. Und hier noch das Wasser. Wow. Einfach nur, ich... Selten mal, dass ein Spiel mich sprachlos macht. Also sehr, sehr selten. Dieses Spiel schafft es aber irgendwie. Weil da gibt es so viel Schönes zu sehen, dass ich hier gar nicht viel labern will. A vision of a great city. Wow. Das Game ist so schön, Leute. Ich kann gar nicht mal labern, Mann. Shit, ich hätte mir das nicht gedacht, dass das Spiel so gut ist. Ich meine, ich habe schon gewusst, dass das Spiel geil wird, aber dass es so geil wird, hätte ich mir nicht gedacht. Es ist ein Wahnsinn, Mann. Die Atmosphäre, oh. Hammer, 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 Hammer. Gut, Leute, wir machen vielleicht mal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann wieder genau hier weiter. Tschüss.